Ja, moin, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von der Schwaude. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Was geht, was geht, was geht? Lass ein Abo da, lass ein Abo da, lass ein Abo da. So. Wer Schwein? Schweintritt. Von Astrid, oder was? Nein, wir spielen natürlich Ben. Sieht viel besser aus. So, privates Spiel. Schwein war hier. Schwein war da. Bens Let's Play. Okay. Wollen wir mal gucken. Das wollen wir ja nicht hier nicht haben, ne? So. Wo sind wir denn stehen geblieben? Guten Tag, hallo. Schön, drei Überlebende haben wir mittlerweile. Acht Werkstätten. Wie, warte, wo? Acht Werkstätten. Können wir uns hinsetzen erstmal. Erstmal ausruhen und dann ruhen wir uns erstmal aus. So, du lässt jetzt ein Abo erstmal da. Ne, weil wir sind endlich bei über 500. Also tschü ist das. Tschü. Ich weiß nicht, warum ich immer dieses Tschü sage. Was hätte ich denn früher gesagt? Jawoll! Jawoll! Das klingt nicht nach mir. Was haben wir denn heute vor? Wir könnten... Was könnten wir machen? Tagebuch, Quest. Guck mal, wir haben vier aktive Quests. Zwei allein. Finde den Schreiner. Erreiche das unterirdische Grab. Entdecke den Miasmat-Obelisken. So, auf Karte anzeigen. Wir könnten... Hier der Schreiner. Warum ist hier immer alles gelb? Achso, hier wollte ich noch gucken, ob die Flamme wieder da ist. Das weiß ich noch. Obelisk der Erbauer. So. Das haben wir, da müssen wir noch hin. Okay, ich weiß noch, wir wollten uns hierhin teleportieren als nächstes. Und gucken wir, ob die Flamme da ist. Dann gehen wir hier hoch, springen hier eventuell rüber wegen der Flamme. Dann gehen wir hier rüber. Flamme. Da waren wir ja schon. Und dann... Den Elixierbrunnen. Wenn wir da waren, machen wir erstmal. Waren wir da schon? Ich denke ja. Dann gehen wir hier. Refugium. Oh, das ist was anderes, ne? Refugium der Flamme. Weil eigentlich heißen die immer Schrein der Flamme. Was ist denn ein Refugium? Hier hatten wir auch schon mal ein Refugium. Ah, zeigt ja vielleicht neue Flammen an, die dann hier oben oder so sind. So, und dann, also, das ist jetzt Plan. Rüber. Und dann machen wir irgendwann die rechte Seite. Mal gucken. Was sagt Inventar? Ist Inventar leer? Natürlich nicht. Warum sollte es auch? Aber die Türen sind immer zu. Irgendjemand macht die immer zu nachts. Also wenn wir... So, das erstmal alles rein. Tschüss. Wir bräuchten eigentlich mehr von diesen Kisten. Weil ich bin ja eigentlich gewohnt, hier hinten alles reinzupacken. Und dann würde ich hier so irgendwie so den doppelten Scheiß reinpacken oder so. So, der... Weißt du was? Wir nehmen das jetzt erstmal alles mit. Und machen alles kaputt, was... Ja, komm. So, sortieren. Können wir nicht, weg damit. 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 Können wir auch nicht. So, die Ringe. Ich sag mal, die Ringe behalte ich, damit da überhaupt irgendwas drin ist in der Kiste, oder? So. Die Pfeile. Boom. Der Funken und so. Bam. Ach, Quatsch. Bam. Das Fleisch. Vielleicht sollten wir auch mal Fleisch kochen. Weil ich weiß ja gar nichts, was die bringen. Wir wissen, was die Pilze bringen. Die bringen nämlich zwei Intelligenz für 20 Minuten. Aber was bringt das Fleisch? Lass uns doch... Das ist das gleiche Fleisch, ne? Lass uns doch mal Fleisch kochen. Und kann ich die auch kochen? Ich nehme mal mit. Ah, hier haben wir sogar schon gegrilltes Fleisch.
Okay. Dann nehmen wir das auch mal so. Warte mal. Tomaten. Dieses ganze Gedöns. Ich nehme mal was mit. Und das auch. So. Dann muss ich gleich mal gucken, ob wir das kochen können. Was haben wir hier denn noch? Flaschen haben wir hier noch. Das packe ich da mal rein. Dann haben wir noch Bücher, Schutt und so. Schutt da rein. Und das Fell? Haben wir hier noch Platz? Ja, guck, kein Platz mehr. Deswegen, wir brauchen mehr von diesen Kisten. Definitiv brauchen wir mehr von diesen Kisten. Was bräuchten wir denn, um solche Kisten zu machen? Wie war das denn nochmal? Lass doch nochmal gucken. Also eine reicht einfach nicht. Eine so eine blaue reicht einfach nicht. Wenigstens noch zwei. Ich würde sagen, zwei auf jeden Fall noch. Nein, das war an der Werkbank. Aber, mecker, mecker, mecker. Bist du ein Schwein oder was? Stauraum. Kleine Truhe brauchen wir ja nur. Und die können wir machen. Bumm. Und eine hätten wir da ja noch. Soll ich die dann direkt umwandeln? Oder lassen wir die da? Ne, die wandeln wir direkt um, würde ich sagen. Erstmal gucke ich jetzt mal eben, was wir kochen können. Dafür müssen wir hier mal eben Platz machen. So, düpp, 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 düpp. Oder warte, weiß was. Nimm die auch mal eben hier hoch. Pack die hier mit rein. Kochen. Okay, also die kann man nicht kochen. Das Fleisch kann man kochen. Man kann den Kürbis. Kürbis, Kürbis? Was für ein Kürbis? Okay. Okay, was hat sich noch mehr wie Angeln? Eigenständiges Kochen. So, was bringen wir da denn jetzt? Zwei Konditionen. Konditionen bringen uns nochmal was? Kondition. Erweitert die Lebenspunkte. Das ist gut. Also mehr Leben hätten wir für 20 Minuten. Boah, kann man erstmal machen, denke ich mal. So. Weiter. Oh, es dauert so lange. Ich schneide hier mal eben für euch. Oh, fertig. Meine Güte. So, was bringt mir Mais? Stärke.
Stärke bringt mir Nahkampfschaden, okay. Und das Hähnchen bringt mir Kondition. Kondition. Ausdauer. Okay. Dann, die kann ich ja nicht kochen. So, dann kommt die weg, die weg, die weg. So, da drunter, da drunter. Das weg. Das runter. Das weg. Dann lasse ich das. Kondition. Konstitution. Ist das was anderes? Kondition ist das, aber was ist Konstitution? Ach, da oben. Auch Lebenspunkte. Ich dachte, das ist das Gleiche. Ah, der gibt nur ein. Und der gibt zwei. Ach, das ist das Bessere. Ja, dann lassen wir den erstmal hier. Nimm erstmal den Schlechten. Das Ding ist, wenn ich den und den fresse, kann ich den nicht mehr fressen, oder? Weil dann sind wir ja voll, oder? Mit den Buffs. Guck mal, ich fress mal den. Dann fress ich den. Und ich fress den. Jetzt können wir uns leider nicht mehr heilen, ne? Okay. Dann packe ich den nochmal da vorne hin. Vielleicht der nicht so wichtig wie der. Weil einen sollten wir immer übrig behalten, oder? So, damit wir uns heilen können. So, alles da rein. Mach ich da mal hin. Schutz. An den haben wir auch noch, ne? Dann lasse ich die erstmal hier. Dass wir immer nur ein mitnehmen erstmal. Trinken immer, essen, immer ein essen und heilen halt. Und trinken wegen, wegen Dingsen. Ja. Trinken. Wegen Ausdauer. So, ja, dann das alles raus. So, dann nehmen wir natürlich die Kiste hier mit. Und dann kommen da gleich neue Kisten hin. Tschüss! So, pum, pum. Zwei neue Kisten. So. Bumm. Und dann machen wir hier auch noch eine hin. Boom. Das ist richtig, ne? So. Und dann schmeißen wir hier jetzt immer das ganze Zeug rein, was wir halt jetzt doppelt haben und sowas. So. Und hier schmeißen wir das Zeug rein. Ganze Miasma gedöns. So. Ansonsten. Ja, lassen wir erstmal so, ne? Okay, so, wir hatten einen Plan, Plan. Wo ist ein Plan? Plan. Wo? Oh. Ja, dann am besten Bimurimo, oder? Hup. Ich glaube, den hier könnten wir auch wegmachen, oder? Weil man ist hier scheinbar eh eingesperrt. Das heißt, die linke Seite wollen wir eh gar nicht mehr bereisen, oder?
Weiß nicht. Hier unten. Als wir hier so lang gegangen sind, war irgendwo auch noch so ein roter Schwout, ne? Aber ich glaube, das ist so weit unten. Ich glaube, wir kommen hier auch gar nicht so hoch, ne? Wisst ihr noch, ganz zu Anfang sind wir hier so lang und da haben wir roten Schwout entdeckt. Wo wir noch nicht hinkamen oder durchkamen. Ich glaube, das war hier, ne? Bin mir aber nicht so sicher. Lass mal gucken. Hä, du warst doch gerade da im Norden und du hattest auch einen Plan. Ich werde doch nur mal gucken. Hallo, nur mal gucken. Also, wir gehen ja jetzt nach Süden. Gucken, ob wir da irgendwie hochkommen. Ich glaube aber nicht. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwie hochkommen. Ich meine, hier ist ein Weg, ne? Aber der Weg führt uns, glaube ich, nur... in diese Höhle, in der wir ja eh schon waren. Ja. Doppelgeschoss! Ja, da waren wir eh schon. Komm, scheiß drauf. Obwohl die oh, hier geht's hoch. Ja, hier kommen wir hoch. Hoffe ich zumindest. So, wir nehmen wieder alles mit, was auf 3 nicht auf dem Baum ist. Na, kommen wir noch höher? Kommen auch bestimmt hoch, ne? Zur Not, weißt du, zur Not buddeln wir uns da einfach hoch und nehmen unterwegs sogar noch. Noch den Feuerstein hier mit. Okay, kurz auf Ausdauer warten, gar kein Problem hier, gar kein Problem. Hallo! Ich bin Ben. Aber wir haben richtig viel Ausdauer. Richtig viel. Hallo. Ja, wenn die Ausdauer mal schneller laden würde, dann hätten wir richtig viel. Durch das Ausgeruht, unser Wasser, das Stück Fleisch. Obwohl, durch das Fleisch können wir ja nur extra leben. Hä? Da habe ich so Probleme. Juhu. Bumm, 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 bumm. Und es wird schon wieder Abend und es dauert alles hier schon. Wieder viel zu lange. Hä? Das sieht so gut aus. Kann ich hier überhaupt noch rutschen? Sag mal. Das ist nicht dafür gemacht, dass du dich irgendwo hochbuddeln kannst, wa? Vielleicht hier so eine kleine Schneise rein, dass ich hier stehen kann. Ist das jetzt ein Höhlengeräusch? Denkt ihr, ich bin in einer Höhle? Ich bin Höhlen-Ben. So, jetzt sind wir oben. Schieb, Bruder. Jetzt ist das so dunkel. Ich sehe auch gar nichts mehr. Alter, die sind ja teilweise One-Hit. Warum sind da so viele von denen hier?
Und wieso sterben die alle so schnell? Meins. Deins. Ferkels. Forkies. Baby kriegt einen Stein. Schwein. Hase. Alle kriegen was. Ich meine, wenn ich ja eh immer damit, dann tausche ich die lieber. Dann kann ich sie lieber so machen. Guck mal, hier war die Höhle war rot. Ich weiß das genau. Ist das hier überhaupt eine Höhle? Das ist keine Höhle. Aber ich habe mich direkt erschrocken. Okay, warum ist jetzt genau hier... Komm, nehmen wir hier so ein bisschen mit. Ich glaube wegen dem Leuchtegedöns hier, ne? Ah ne, das sind auch nur die Misshülldinger. Na nee, gut, dann gehen wir weiter. Besser. Achso, Hasen. Ich tue euch nichts. Also Safe Call war da. Ich kann mich dran erinnern. Als wäre es gestern gewesen. Warte mal da. Das war so eine Höhle. Und die Höhle, die war rot. Alter, wie hell. Dieses... Ich habe ganz vergessen, wie einschüchternd das hier alles war. Aber wie gesagt, hier ist nichts. Das ist wirklich nur Einschüchterung. Und warum kann man hier hoch? Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Aber war das die Höhle? Ist das hier die Level 2 Höhle? Das ist auch nur wieder Salz. Oh, wir haben gleich ein Level. Ich buddel jetzt, bis wir Level, weiß ich nicht, 6 oder so. Und Level. Kleinen Moment bitte. Was? Hey! Hey! Mock, 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 mock. Und Level up. Ja, Level 7. Tschüss. Level. Wir haben 2 Fähigkeitspunkte bekommen. Und jetzt kommen wir hier. Nochmal Intelligenz. Busch. Intelligenz 5. Intelligenz 5 bedeutet 25% mehr Damage. So, und dann haben wir noch einen Punkt. Wo gehen wir denn noch hin? Das Teleportieren in einen Gegner löst eine Explosion aus. Schaden und Mana-Kosten skalieren mit den Intelligenz. Oh, fühle ich nicht. Erhöht Wasser eure Heilung. Heilung. Wofür ist Willenskraft? Also Mana-Punkt einfach nur. Ja, müssen wir mal gucken, wo wir als nächstes hingehen. Vielleicht auch sowas hier, ne? Spitzhacke verursacht mehr Damage. Gegen Steinobjekte einschließlich Ressourcengedöns. Hier habe ich einen extra Lebenspunkt gemacht. Vielleicht mehr Rüstung. Maximale Mana. Was ist hier Richtung Zauberer? Hier ist zum Beispiel auch Intelligenz. Beim Angriff mit einer Magiewaffe wird jeglicher Schaden erhöht.
Totenbeschwörer. Wenn du einen Feind mit einer magischen Waffe tötest, hast du eine Chance, einen freundlichen Schädelbegleiter zu beschwören. Okay, tschüss. Alle Brutfeinde im Umkreis von 10 Meter erhalten pro Intelligenzpunkt. Okay, wir gehen jetzt auf jeden Fall hier so in die Richtung, wa? Aber ne. Ja. Tüdelü! Achso, das ist hier sogar einfach nur so ein. So ein Loch. Guck, hier ist rot. Hier ist rot hinter. Aber wie tief? Müsste ja hier vorne irgendwo sein. Der Höhle. Was? Der Höhleneingang. Also, ich weiß ja, dass er da war. Und das, ich will das ja unbedingt hin, weil es Magic Points sind. Fähigkeitspunkte. Was ist das? Oh, da lag ein totes Kanickel. Wer hat dich denn getötet? Alter, ich sehe gar nichts. Hier will ich doch gar nicht hin. Wenn ich schon mal da. Kann ich da rein? Mach auf! Meine Güte, du. Weil hier ist ja nicht mal was, ne? Oh, wo war das denn? Also, wir haben es ja jetzt da unten schon durchflackern sehen. Aber wo war der richtige Eingang? Wir haben das Ding da richtig fett gesehen. Das Ding war so fett. Okay, überall Spinnen. So mag ich das, wenn man einfach nur so zack plündern. Guck, jetzt kriegen wir ja auch zwei Sachen. Zack, Brutbeine und Garn. Warum muss ich immer bei den anderen immer das aufmachen, F drücken? Kann es jetzt mal hell werden? Rennt. Ich wollte euch nichts tun. Zum Glück nicht getroffen. Nur den Baum. Baum zählt nicht. Mein Gott, wo war das denn? Nein! Ah, oh, zum Glück nicht getroffen. Guck mal, bei dem muss ich das wieder machen. Das war doch so eine Durchgangshöhle. Fledermäuse? Die sind selten. Nein, die haben mein Häkchen getötet.
Hier ist auch nichts. Da vielleicht. Wo die sind, ist meistens Miasma in der Nähe. Der Zauberstab, der rasiert aber auch, du Rasur. Wo bin ich denn überhaupt? War das vielleicht da? Könnte auch sein, ne? Hier ist eine Höhle. Ja! Oh nein, es ist immer noch rot. Aber nur das Licht von ihm vielleicht. Okay, nur das Licht von ihm. Oder? Ja, nur das Licht von ihm. Oh, ich dachte gerade. Keiner beschützt ihn? Hui, aber da war ja noch ein rotes Licht, was wir gerade gesehen hatten, ne? Weg damit. So, eine Miasma-Wurzel. Und was war das denn nochmal? Das Refugium? Aber die Höhle hier habe ich gemeint und gesucht. Hallo, hallo, hallo? So, jetzt haben wir wieder weder das eine noch das andere. Also... Und die brauchen wir ja nur, wenn wir... Wenn wir Not am Mann sind. Ich gehe da trotzdem mal eben hin, oder? Zum Refugium-Gedöns. Nur um nochmal eben zu gucken, was war. Ich glaube, das heißt nur, dass aufgedeckt wird, wo die Flammen sind. Ich glaube ja. Aber ich gucke lieber nach. Oder waren wir da gar nicht drin, weil die Tür nicht aufging? Ja, ich glaube, diese Funken kommen wirklich immer wieder. Und ich glaube, das Ding hat wirklich nur gezeigt gehabt, wo die Flammen sind. Okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Übergeschietet. Ja, also war das jetzt nur ein Grafikfehler oder soll ich mal versuchen zu gucken, was da, also mich da durchbuddeln? Aber glaube ich, da ist nichts, ne? Hui. Stelle würde ich jetzt wahrscheinlich sowieso nicht wiederfinden. Ich glaube, da vorne war das. Hui. Eine Höhle? Aua. Meins? Ich meine, das Wolfsfleisch ist ja mehr wert. Aber hier ist noch gar nichts. Mal buddeln. Krieg ich ja nicht mal Knochen. Okay. Tschüss. Hier waren wir auch safe drin, ne? Ja. Ah, Schnauze. Aber nehmen wir trotzdem mit. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Außer er heißt Paul. Dann darf man's. Guck mal, wo hatten wir das gesehen? Wo habe ich schon mal angefangen zu buddeln?
Hier und dann. Wo habe ich denn schon eine Stichprobe genommen? Das war doch hier, oder nicht? Oder bin ich doof? Ich bin der Meinung, dass... Oder war das... Nee, warte mal, das war ein weiter, glaube ich, ne? Das war, warte, wo war das denn? Ne, dann bin ich ja hier trotzdem hier. Wo habe ich denn reingebuddelt, Mensch? Ah, hier war das nicht. Ich glaube, das ist ein Fehler. Ach, das ist Fehler. Also hier wird ja auch nichts sein. Einfach nur Lichtfehler. Aber da war ja was Rotes. Aber dann... Nee. Dann würde ich das ja auch so sehen. Also da wird ja nichts verbuddelt sein. Dann wäre ja hier irgendwo ein Eingang. Wenn da wirklich was wäre, weste. Wahrscheinlich hat das Licht hier geflackert. Okay. Dann gehen wir jetzt. Na, immerhin haben wir das. Also war es nicht ganz umsonst. Ne? Jetzt sind wir da, wo ich hin wollte. Nee, nach Süden wollen wir nicht. Nach Westen, ne? Nee, nach Norden. Norden ist hier. Und da wäre ja die nächste Flamme. Nicht auf den Berg, sondern auf den da hinten, oder was? Nee, auf den. Okay, mal gucken, ob ich da hinkomme. Haben wir Wasser in Tuss? Ja. Hui! Ich glaube nicht. Ich glaube vorher... Rasen wir so nach unten. Man kann ja nicht ewig fliegen. Der stürzt ja irgendwann ab. Oder auch nicht. Ich gleite einfach über den Boden weiter. Ja, sah lustig aus. Da, geh mal her, das Fünkchen hier. Funken. Legendary Funken. So. Jetzt machen wir da wieder zurück, ne? Also müssen wir ja eigentlich uns da wieder hinbeamen. Aber am besten erstmal ausruhen, damit wir mehr Mana haben, dann und dann fliegen. Das ist mein Plan.